Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 1 PS5 Remake. Was ist los, Joel? Du schaust gerade so irgendwie ja, ein bisschen komisch. Und ja, ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist mit meinem Video, Leute. Ihr könnt auch gerade gesehen, also Ellie ist gerade ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen trauriger. Wir haben letzte Folge einiges abgeschlachtet, einige Zombies, einige Stalker auch. Und Ellie hat uns gerettet auch vor diesen komischen Huntern, aber dann war Joel ein bisschen gemein zu ihm. Er hat, ja, sie ein bisschen angemotzt hier wegen der Waffe, wegen dem ganzen Drumgeschieße. Aber sie hat ihn einfach nur gerettet. Also ich hätte mir mehr gewünscht, dass Joel ihr mal gesagt hat, danke Ellie und so. Aber Joel war dann eher der alte Joel, ein bisschen grimmiger, ein bisschen böser. Wir müssen jetzt ja auch aus dem Huntergebiet hier fliehen, also schnell raus hier. Ich will ja einfach ja nicht mehr bleiben, da würde ich sagen, Leute. Like mir jetzt meine Granaten-Supporter. Und können wir mit Ellie vielleicht reden oder irgendwie, ja, ich weiß nicht, sie aufbauen oder so? Geht nicht, ne? Na gut, egal. Sarah, bring Dexter und Neville zu deiner Mutter. Hier ist es nicht sicher. Jen ist durchgestrichen. Keine Sorge, wir kümmern uns gut um sie. Steht darunter rot. Na gut, ich will gar nicht wissen, was die manchmal mit irgendwelchen Frauen machen, ne? Das ist also, ja, ich sag nur die Armen. Die armen Menschen, die sowas durchleben mussten. Schlimme Sachen, ne? Na gut, egal, wir laufen weiter hier raus aus dem Hotel und hoffentlich sind wir auch hier, ja, irgendwann frei aus dem Huntergebiet. So, wir können hier rüber. Bleib da, okay? Klar, Joel. Und Ellie kann sehr gut pfeifen sogar. Ja, sie ist immer noch angepisst, aber wäre ich auch. Ich kann sie verstehen. Ich meine, sie hat ihn gerettet. Joel wäre gestorben ohne Ellies Hilfe. Und dann, ja, wird man trotzdem nur angemeckert. Also ich wäre nicht so glücklich darüber. Genau wie Ellie. Und ein Comic für die liebe Ellie. Das kann man gleich so auch, glaube ich, geben, ne? Savage Starlight. Ihr Lieblingscomic sogar. Das ist sehr, sehr geil. Einstecken und dann gleich geben, Leute, sehr gut. Dann hoffentlich kann man mit dem Comic Ellie ein bisschen, sag ich mal, aufbauen, ein bisschen aufmuntern, aber ja, wenn nicht, dann wäre es auch voll okay. Gibst du es ihr, Joel? Oder noch nicht? Oh, ich glaube, oh, Ellie schaut sehr grimmig, also sie ist sehr, sehr angepisst. Willst du es jetzt geben, Joel, vielleicht? Ich warte sie ja auch, ne? Ich warte sie hier. Ich kann gerne ein paar Minuten warten, bis du es geben willst, aber glaube, das hebt sich eher für später auf. Oder? Boah, schön hier, aber schönes Gebiet zwar, aber ja, beherrscht von irgendwelchen Knechten. Leider, leider. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Ja, er hat ja auch mal eine Tochter gehabt, ist ja klar. Also ich glaube, er weiß, wie es ist, hier eine Tochter großzuziehen oder, sag ich mal, zu führen, zu leiten und so. Aber es ist halt ein Neustart für Joel, ne? Eine zweite Tochter für Joe, sage ich mal. Nach Sarahs Ableben. Naja, ist toll aber die Story, wie gesagt, mit Joe und Ellie. Okay, ich dachte schon, hier ist irgendein Zombie, aber dann war ich doch ein bisschen paranoid hier. Willst du doch scheißen, Joe, oder irgendwie pinkeln oder so? Nein, aber hier ist noch ein Firefly-Anhänger. Willst du es jetzt geben, Joe? Er will es nicht geben. Na gut, wir laufen weiter einfach und ja, suchen einen Weg hier raus. Einfach zur Brücke schnell. Ist hier irgendwas zum Einsammeln oder ist hier einfach wieder gar nichts? Gar nichts, oder wie? Ich dachte, hier wäre ein bisschen was sogar, aber hier war sogar eine Verbesserung, glaube ich, hier. Irgendwo in diesem Gebiet hier. Oder kam das schon? Hier war, glaube ich, eine Messerverbesserung. Oder Molotow, glaube ich, war das. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es war sogar Molotow, oder? Molotow oder Messer? Was ist das hier? Lesen. Ah, jetzt haben wir sogar... Ah, okay, okay. Verbesserte Haltbarkeit von Klingwerkzeugen. Kapitel 4 sogar. Warte, können wir jetzt sogar 4 Leute abstechen? Oder ist es nur Nahkampfwaffen? Ah, nee, Modifikationen halten einen Treffer länger. Okay, jetzt können wir also halt mal Leute umbringen mit diesen Modifikationen an diesem Nahkampfwaffen hier. Das geht dann, glaube ich, beim nächsten Mal verbessern. Genau, jetzt haben wir nur 1 von 2 Leisten. Aber eine gute Sache, kann man machen auf jeden Fall, ne? 2 Leute töten mit diesen Modifikationen, auch eine geile Sache auf jeden Fall. Ja, und hier sah es mal gut aus, würde ich mal sagen. Schulball oder irgendwie ein Hotel? Ne, ist Schule, was rede ich denn? Ist ein Hotel hier, ne? Ja, einfach so ein Hotel, Essen hier. Sah nicht schlecht aus hier, muss ich sagen. Ja. Ja. War okay. Schön, wa? Eine... Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht.
Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... schon gut, Joel. Oh, Joel, jetzt hast du es wieder vermasselt. Jetzt hättest du dir ein bisschen was verbessern können, aber nee, jetzt musst du immer noch den grimmigen Joel spielen. Oder den grimmigen Joel sein hier. Na gut. Ja, dann glaube ich, ist hier nichts mehr. Dann müssen wir noch irgendwas... Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen, glaube ich, das Klavier dann ranschieben. Damit wir hochklettern können, nicht wahr? Ist das so? Ich glaube, es ist so, ne? Genau. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Hilf mir doch mal! Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Oh, ey. Ich liebe aber die sarkastische Ellie. Schieb fester! Ja, die beiden verstehen sich schon mal sehr gut, aber das ist halt eben auch eine Phase, ne? Um sich ein bisschen näher zu kommen, sage ich mal. Durch dick und dünn. Ey, komm, Spiel. Achso, starte gerade schon. Die haben hier keinen Loot reingepackt. Das wäre doch voll gemein, wenn sie einfach hier so eine Stelle hier reinmachen. Man rennt hier hin und dann ist einfach kein Loot, ey. Das wäre dann auch ein bisschen, ja. Bisschen gemein von den Entwicklern hier. Ja, dann geht's hier weiter und dann können wir auch schon hier raus aus diesem Gebäude endlich. Freut mich sehr, muss ich sagen. Freut mich wirklich sehr, vielleicht ein Bier trinken oder so. Oder falls was übrig ist. glaube er weniger. Okay, rausziehen würde ich sagen. Let's go. Oh, die Stelle, ja. Auch eine schöne Stelle, muss ich sagen hier. Wir gehen rein. Also gut, ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut, du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Das ist wohl Joels Art, Danke oder Entschuldigung zu sagen. Gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76... Ich musste es einfach machen, Leute. Das war einfach so eine gute Gelegenheit. Es tut mir leid. Ich habe die vier an einer Stelle gesehen und dann musste ich es einfach werfen. Sorry, ich wollte leise herangehen, das ist klar. Aber das war einfach so eine gute Gelegenheit, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte das Gespräch gerne hören und so, aber es war einfach so passend, wirklich. Ich muss es einfach machen, Leute. Ich muss es einfach. So, kommt her, Schweine. Daddy ist hier. Oh yeah. Will noch wer? Hä? Habe ich alle vier getroffen oder wie? Boah, das wäre Premium.
Das wäre so Premium. Habe ich einfach alle weggesprengt. Oh. Warst du das, Ellie? Oh mein. Dummer Bastard. Nein, ich hab die. Oh, ich hab die Schiere verschwendet an dem Typen. Der lag schon auf dem Boden. Ja, okay, das ist dumm gewesen. Alter, hab ich gerade erschrocken, Alter. War das gerade laut, Junge? Heilige. So, wer will noch hier? Nicht mal viele sind übrig geblieben, wa? War doch eine einfache Sache. Sehr gut, Ellie. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. War es das oder wie? Doch nicht. Ne, es war es noch nicht, leider. Das war doch ein Treffer. Das war doch ein Treffer. Du kommst nicht ran, Kleiner. Du kommst nicht ran. Geh doch weg. Was machst du denn, Mann? Probier es gar nicht. So. Was ist jetzt hier? Geht's hier weiter? Ich glaube, da war noch einer auf vorne, ne? Wir gehen mal weiter voran. Wir gehen mal weiter voran, würde ich sagen. So, wo... Jetzt nicht sterben, Joel. Scheiße, Junge. Das ist doch härter, als ich dachte, Leute, ne? Ich gehe doch lieber in Deckung, schnell. Ach du Scheiße, wo ist denn der Knecht? Der ist oben, glaube ich, ne? Schießt da oben? Ach, der ist dann oben, glaube ich. Genau, der ist dann oben, der Idiot. Den hole ich mir. Warte, warte, da will noch einer von mir. Geh da weg hier. So, Sniper-Duell. Bam, Junge, let's go! Du, ist deine zwei Augen, Junge. Ist noch einer, oder wie? Da ist noch einer. Geh ran, komm, komm her, komm. Komm. Komm her. Komm her. Ich komme selber zu dir, dummer Knechti. So. Da ist sogar noch einer. Ich werde dich abfackeln, fuck dich selber ab. Na gut. So. Wie viele haben die hier bitte? Nicht schlecht. Ja. Echt nicht schlecht, aber tolle Szene, wie gesagt, zwischen den beiden gewesen, ey. Sehr, sehr viel Gänsehaut hatte ich. Ist der da drüben? Also ich spiele dieses Spiel schon ein bisschen brutaler, ne? Also... Oh, aber ich treffe auch irgendwie gefühlt jeden Schuss gerade, ey. Das ist geil. Das ist nicht mal mein Aimbot, Leute, ne? Also das ist das Ding, ey. Okay, ihr könnt kommen. Das war's. Sehr gut geschossen, Ellie. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Joel hat auch, glaube ich, ein bisschen das bereut, den Schadiger, wenn ich Spaß beiseite. Also, das ist so eine kleine Geste, ne? Aber das ist wieder so wichtig für Joels, Ellies Geschichte, die Bindung zueinander... Ja, da sieht man, Joel vertraut jetzt Ellie auch umso mehr. Am Anfang war das Vertrauen natürlich gar nicht da, aber jetzt gibt er ihr eine Waffe, ne, und sagt auch sogar ein bisschen Entschuldigung auf seine Art und Weise. Sehr schöne Szene. Und in dem Remake, wie gesagt, wieder umso geiler, finde ich. Das ist wirklich geil, ey. So, ah, die sind despawned, die Leichen. Scheiße, ich wollte mal gucken, ob die jetzt alle weggefetzt worden sind. Aber schade, dass die Leichen despawnen. Hier war auch eine Leiche, auch alle, die, ja, einfach despawned. Finde ich, okay, das ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Oh. Ah. Harte Strafe. Scheiße,
Die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Ja, lief gar nicht so schlecht, ne? Also ich dachte, die Stelle wäre ein bisschen länger, aber ich habe dann, glaube ich, doch gut getroffen hier. Und wird noch sehr viel Schuss, deswegen wir alles abfallen konnten, ne? Das ist auch sehr, sehr geil. Ja, wir laufen weiter schnell und ich überlege gerade, wann die Stelle hier mit den Huntern zu Ende ist, aber ich glaube, die geht noch ein kleines Stückchen mit einer sehr, sehr wichtigen Sache am Ende, ne? Ich glaube, hier geht's weiter, nicht wahr? Hier geht's weiter, genau. Bevor wir weitergehen, würde ich schnell alles ein bisschen erlooten. Und dann würde ich dann sagen, laufen wir weiter, falls hier nichts mehr ist, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, bis gleich. Also, ich merke gerade, schusstechnisch haben wir nicht mehr so viel. Also, wir sollten auch doch vielleicht ein kleines bisschen sparen. Jetzt nicht allzu viel verschwenden, ne? Das ist das Ding. Aber hier ist sehr viel Loot, Leute. Noch ein bisschen Pfeile sogar auf einem Schreibtisch. Interessant. Das ist schon mal gut. Wir bauen da mal, würde ich sagen, so eine Modifikation an diesem Eisenrohr. Genau, und ja, jetzt würde ich dann sagen, wenn wir in den nächsten Stellen, falls wir Gegner sehen, auch mal wieder mal leise ausschalten, ne? Nicht mal alles losfeuern hier. Auch ein bisschen Self-Action mal zeigen im Spiel. Hier war, glaube ich, keine Tür mit einem Messerzugang, wa? Ich glaube, das sollte hier, glaube ich, nicht sein. Oder? Ich glaube nicht mehr, ne? Na gut, wir laufen weiter, würde ich sagen. Und hier war, glaube ich, noch eine Werkzeug... Werkzeugtisch? Oder war das doch nicht hier? Ich glaube, das war hier irgendwo sogar. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wo geht's weiter? Hier geht's, glaube ich, weiter, nicht wahr? Genau. Okay, wir laufen weiter, würde ich sagen. Let's go. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Na, die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gut. Gute Idee. Hilf mir mal damit. Dann brauchen wir es wieder, um dann halt hochzuklettern dort oben, ne? Genau. Seid ihr bereit? Teamarbeit. So, zack, ran hier. Und ist hier... War hier nicht mal ein Werkzeugtisch? Anscheinend doch nicht mehr. Habe ich doch wieder ein bisschen rumgeflunkert. Ja, aber toll, jetzt haben sich Ellie und Joel ein bisschen vertragen oder sie haben sich vertragen, was sehr schön ist auf jeden Fall. So geht's auf jeden Fall weiter. Ah, ich wusste es doch. Hier ist ein Werkzeugtisch, Leute. War hier nicht noch ein, noch ein Levelanstieg? Noch 5 Pillen kriegen wir dann die Schwang der Waffe. Verbesserung, aber ich glaube, hier war noch ein Levelaufstieg. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ist auch egal, Leute. So. Was können wir hier verbessern? Ich würde dann sagen, wir machen die Ziehtempo nochmal rein. Würde ich mal sagen, es geht sogar. Let's go. Ziehtempo an dem Bogen. Dann sollte es erstmal reichen hier. Wir das verbessern hier. Wir sparen die restlichen Schrauben einfach und ziehen weiter. Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Scheiße, runter, runter. Ziemlich viel los, was? Was soll's? Du isst kein Essen. Und es passiert. Wir haben nichts. Gehen wir. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Was für kranke Bastarde, ne? Ist wirklich krass, ey. Gehen wir zur Brücke. Dann ab zur Brücke. Wenn wir in der nächsten Folge dann weiterziehen mit den beiden. Sehr schöne Folge. Sehr schön zwischen Joe und Ellie auf jeden Fall. Und auch sehr actionreiche mit den Huntern. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und ciao. Ciao, meine Freunde.